Der pennt immer noch. Sicher, dass er nicht an Alkoholvergiftung jetzt mittlerweile krepiert ist. Geweihte Scherben, genau. You have restored the icon of Tempus. The Lord of Battles looks upon you. Ihr habt das Symbol von Tempus wiederhergestellt. Der Fürst der Schlacht schaut auf euch. Ich bin demütig vor Tempus. Dankt nicht mir, es waren wirklich diese beiden hier, Kirwan und Quing, die die ganze Arbeit gemacht haben. Ich stehe stolz vor dem Auge des Gottes. Nehmen wir die da. Tempus hat unsere Gebete erhört. Euch steht eine Schlacht bevor. Glaubt ihr, ihr werdet obsiegen? Meine Seite wird gewiss obsiegen. Ich kann nicht sagen, Erfolg hängt von vielen Faktoren ab. Der Wille der Götter ist einer dieser Faktoren. Jede Streitmacht, die ich Kraft meiner Unterstützung segne, wird obsiegen. Darin gibt es keinen Zweifel. Nehmen wir mal die drei. Segnet uns, mächtiger Tempus. Ask and you shall be tested. Claim victory and Tempus will deliver his aid. Fragt und ihr werdet geprüft. Erklärt euch zum Sieger und Tempus wird euch unterstützen. Ich würde gerne geprüft werden. Geprüft? Wie genau werde ich geprüft? Ich möchte aber nicht geprüft werden. Nehmen wir die zwei. Trial by combat. It is the way of Tempus. Urteil durch Zweikampf. Das ist die Art von Tempus. Ich würde gerne geprüft werden. Von Tempus geprüft werden ist eine Ehre. Bereitet euch auf die Herausforderung des Feithammers vor. Oh. Hells, I miss. This is ow. Resisting me. Need to try something else. Resisting me. Need to try something else. This isn't working. Fine. We have to try something else. This isn't working. Worum geht es diesmal? Ich habe Tempus Symbol wiederhergestellt und dabei gute Erfahrung gekriegt. Der blutbefleckte Wächter. So schade, dass ich keinen Schildträger mehr bei mir habe. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. You need something. Es war eine Ehre, die Stimme unseres Herrn zu hören. Tempus dankt euch. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. So. Jetzt bräuchte ich einen Trank der Meisterdiebeskunst wahrscheinlich, um hier irgendeinen Kreuzritter zu beklauen. You will do great deeds here, because you are Kalar's chosen. Die habe ich hier drin. Taschendiebstahl. Your need? Yes, please. Okay. Das könnte schwierig werden. Right. Whatever. I'll take that. Okay, das hat bei irgendeinem geklappt. Es sieht so aus, als hätte jemand ein Loch in ein Stück Gold und ein Stück Silber gestanzt und die beiden zusammengebunden. Ach gut. Wie ihr braucht, nur zu fragen.
Das heißt, ich reise jetzt als nächstes in den Blutrindenhain. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Der ist nicht ganz so groß, so wie es aussieht. Weil ich muss ja hier noch in dem Hain das Gegengift besorgen, denke ich mal. Lord Duschwig und Schalmers. Wie ihr wünscht. Ihr da, ihr wollt ihr etwas Geld verdienen? Mein Mann benötigt Hilfe. Wenn er nicht meinen Heimbesitz zwischen hier und dem Anwesen verloren hat, soll mich der Schlag treffen. Ich fürchte, euer Mann muss seine Last alleine tragen. Ich habe etwas mit Kayla Archon zu erledigen. Ich weiß eine bessere Methode, um euren Diensten zu helfen. Erleichtert seine Last und lasst euer Gold und auch diese Truhe, die er trägt, hier. Haltet eure Zunge im Zaun nah, sonst schneide ich sie euch aus dem Mund. Ich habe keine Zeit für euch übrig. Nehmen wir mal die Eins. Also ich würde nie... Ich versuche jemandem zu helfen und das ist der Dank dafür. Schalmers, verpasst diesem Schurken eine ordentliche Tracht Prügel. Ich soll kämpfen? Nein, Sir, das will ich nicht. Wo lebt wohl Lotto Schick, möge Timora auch euch auf euch achten. Niemand anderes wird das tun. Wo geht ihr hin? Schalmers, Schalmers, Schalmers! Okay. Ein paar Klunkerchen. Ach ja, und ich kann das wieder anlegen. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also gut. Ah, Tollkirschenbaum, der ist hier. Und hier ist auch einer, okay. Schwarze Beeren hängen unter schwach riechenden... Die Tollkirsche ist giftig, Brenno. Ihr seid vorsichtig damit. Ich bin froh, dass wir sie haben. Ein weiterer Zutat, die wir haben. Alright, that's everything I need. Let's do this. Anytime is convenient for you, of course. But, sooner. Sooner is better. Gut, das ist alles. Gut, das ist alles, was ich brauche. Legen wir los. Natürlich, wann immer es euch gelegen ist, Brenno, ja. Aber früher ist besser. Jetzt sofort wäre am besten. But anytime you're ready, I can brew this godforsaken potion and finally silence this godforsaken mage in my godforsaken head. Yes, I heard that. Aber wann immer ihr bereit seid, kann ich diesen gottverlassenen Trank brauen und diesen gottverlassenen Magier in meinem gottverlassenen Kopf zum Schweigen bringen. Ja, das habe ich gehört. Deep breaths, Nira. Okay. Whenever you're good, I'm good. Good. Tief durchatmen, Nira. In Ordnung. Wann immer es euch passt, Benno, mir. Mir passt es. Es passt mir. Hat sie jetzt den Trank? Wenn ich das nächste Mal mein Lager aufschlage, wird Nira ihren Trank zubereiten. Dann machen wir das jetzt einfach einmal. I'm so very, very ready for this to be over already. Go to sleep. This is gonna take a while. Ich kann es kaum abwarten, bis das hier geschafft ist. Geht schlafen, Mary. Das wird eine Weile dauern. It is done! It is done! Dramatic, huh? All right. Here goes nothing. Es ist vollbracht, haha. Es ist vollbracht. Dramatisch was? Alles klar, hier geht nichts. Yes. Yes. Yes! Silence! Blissful, glorious silence! Oh, I never thought I'd hear it again. Or not hear it again. Can you hear silence? Ja, 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 Stille. Glückselige, herrliche Stille. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie noch einmal hören würde. Oder nicht hören würde. Kann man Stille hören? Adoy is still there. I can feel him. But I can live with that. I think I could even... I totally could. But should I? Adoy ist immer noch da. Ich kann ihn fühlen, aber damit kann ich leben. Ich denke, ich könnte auf jeden Fall, aber soll ich? Langsamer, benutzt eure Worte. Solltet ihr uns erklären, wovon bei allen Hörnern ihr da sprecht, das solltet ihr auf jeden Fall tun. Tut, was immer ihr tun werdet, aber tut es schnell. Wir haben genug Zeit damit verloren, um unseren
um euren imaginären Freund zu kümmern. Langsam, benutzt eure Worte. Words. Okay. Genau, Wörter in Ordnung. The potion helped me focus. At least I think that's what it did. I can control our link anyway. That's the important bit. Der Trank half mir, mich zu konzentrieren. Zumindest denke ich, dass es so war. Ich kann unsere Verbindung jedenfalls kontrollieren. Das ist der wichtige Teil. I can kind of make him louder or quieter, if that makes sense. Ich kann ihn sozusagen lauter oder leiser machen, wenn das Sinn macht. Also sie hat die Lautstärke-Taste für Doi gefunden. I think I could sever the connection completely if I wanted. Just cut him off. I'm just not so sure I should. Ich glaube, ich könnte die Verbindung komplett trennen, wenn ich wollte. Ihn einfach abschneiden. Ich bin mir einfach nicht so sicher, ob ich sollte. Was wäre die Alternative? I'm not really sure yet. Ich weiß es noch nicht so recht. Alright, I'm gonna talk to him. Nun gut, ich werde mit ihm sprechen. Nehmt euch so viel Zeit, wie ihr braucht. I don't care if it's embarrassing. Just tell me where you are. Mir egal, ob es peinlich ist. Sag mir nur, wo ihr seid. Oh, you have got to be kidding. How in the hells did you manage that? Oh, ihr macht wohl Witze. Wie bei den Höllen habt ihr das geschafft? Yes, I know you're not in one of the hells. It was just listen a sec. Stop flapping your insubstantial ghost lips, please. Oh, that does it. This talk is over. I can do that now. Bye. Ja, ich weiß, dass ihr nicht in einer der Höllen seid. Es war... Hört nur eine Sekunde zu. Haltet euren vorlauten Geisterstabe, bitte. Oder das Reich dieses Gesprächs ist vorbei. Ich kann das jetzt. Tschüss. Fugue plane. Ugh. Okay. It sounds like he's trapped in the fugue plane. Fugenebene. Uff. Okay, es klingt, als sei er in der Fugenebene gefangen. Ist die Fugenebene nicht der Ort, an den die Seelen gehen, wenn sie sterben? Wie ist er da hingekommen? Und wie würden wir ihn zurückbringen? Nehmen wir die 1. Ja, how he got there, I don't know. Ja, ich weiß nicht, wie er dorthin gelangt ist. My magic's done some pretty crazy things in the past. I guess it's not totally out of the question. Meine Magie hat in der Vergangenheit ein paar ziemlich verrückte Dinge getan. Ich denke, es ist nicht völlig ausgeschlossen. He says there's some kind of mountain nearby that can help him out. I think he said mountain. He was agitated. Anyway, if I can find this mountain of Nepenthe, I can bring him back to the material plane. Er sagt, es gibt eine Art Berg in der Nähe, der ihm helfen kann. Ich glaube, er sagte Berg. Er war eher aufgeregt. Jedenfalls, wenn ich diesen Berg von Nepenthes finde, kann ich ihn zurück zur materiellen Ebene bringen. Also, wo fangen wir an? Berg von Nepenthes, nie davon gehört. Ich verstehe, dass dies eine Ablenkung von unserem eigentlichen Ziel ist, oder? Wenn wir die Chance bekommen, mal Deutsch zu helfen, dann ist das schön, aber unser Hauptaugenmerk sollte darauf liegen, Kedas Kreuzzug zu beenden. Berg von Nepenthes, nie davon gehört. Ja, me neither. Ja, ich auch nicht. Adol wird es mir sagen, wenn wir in der Nähe sind. Er ist ungefähr nördlich von hier. Also nicht auf dem Weg, denke ich. Schätze ich. Wir werden es herausfinden. Nia hat den Trank hergestellt, den sie benötigt. If you can't control yourself, you're a danger to us all. Tread carefully. You meddle in affairs you cannot comprehend. Haltet euch zurück. Wenn ihr euch selbst nicht kontrollieren könnt, seid ihr Gefahr für uns, sagt Corwin, wahrscheinlich zu Nera. Und Dorn fügt ihr zu, seid vorsichtig. Ihr mischt euch in Dinge ein, die jenseits eures Verständnisses liegen. Ruf des Hasardeurs. Ja, okay. Hehlerin. Und für die Erkältung Schwarzdorn. Schwarzdorn, nicht Tollkirschen. Tollkirschen Onorot. Du bist ein Elf, oder? Ihr passt in diesen Wäldern besser auf, was ihr tut. Was wollt ihr? Verschwindet von hier. Was nun? Soll ich euch nun sagen, was ich will oder verschwinden? Geht jetzt. Vergreift euch nicht an der Natur. Habt ihr was zu handeln? Ich habe ein paar Vorräte. Lasst uns handeln. Auf einmal wieder handeln. Okay. Ein Angeheckplattenpanzer. Ja, sehr schön. Du bist niedlich, Kumpel. Mhm. Ein tiefes Stöhnen entweicht aus dem Brunnen, als ihr euch nähert, wird er still. Was liegt hier? Gutes Tagebuch. Okay, das lesen wir beim nächsten Mal. Ich stelle mich schon mal hier auf. Weil es wird Zeit für einen Cut. Also speichern wir. Das wird jetzt 15. Okay. Let's play 015. Speichern.
Let's Play 015 und speichern. So, und dann gibt es jetzt erstmal einen Cut. Also, bis gleich.